Ich habe mich für den Beruf des Augenoptikers entschieden, weil er eine interessante Abwechslung zwischen Kundenkontakt beim Verkauf bzw. bei der Beratung, als aber auch handwerklichem Arbeiten in der Werkstatt oder am Service und auch administrativen Tätigkeiten, Bestellungen oder andere Bürotätigkeiten bietet. Darüber hinaus ist kein Kunde wie der andere. Das heißt, auch was das angeht, stellt der Beruf täglich neue Herausforderungen an den Augenoptiker bzw. an mich persönlich dar. Und das bietet aber auch eben die Gelegenheit, an unterschiedlichen Situationen eben sich weiterzuentwickeln und zu wachsen. Und das ist dann auch übertragbar auf das private Leben. Ich freue mich besonders darüber, dass ich nach meiner erfolgreichen Ausbildung in meinem Ausbildungsbetrieb übernommen werden konnte. Ich war sogar eine Zeit lang als Springer in meinem Unternehmen unterwegs. Das bedeutet, ich habe unter anderem in Sachsen gearbeitet, also einfach in verschiedenen Niederlassungen meines Unternehmens und habe da auch nochmal eben Erfahrungen und ganz besondere Eindrücke sammeln können und konnte auch da mich weiterentwickeln und wachsen. Ob ich in der Zukunft noch meinen Meister machen werde oder noch eine andere Weiterbildung, das weiß ich heute noch nicht genau. Ich könnte es mir aber durchaus vorstellen und ich weiß, dass ich dann auch die Rückendeckung von meinem Arbeitgeber haben werde.